Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde. Ja, ich bin, wie ihr unschwer erkennen könnt, hier heute Morgen im Wald unterwegs. Ich habe mich nämlich relativ spontan dazu entschieden, heute Morgen mal... Ach, ist das eine Lichtstimmung. Mal gucken, ob ich das ein bisschen einfangen kann. Ja, wie immer, in real ist es am schönsten. Ja, ich habe mich spontan dazu entschieden, heute vor der Arbeit noch mal einen kleinen Abstecher in den Wald zu machen und die Morgenstimmung so ein bisschen zu genießen. Hab mein Frühstück eingepackt, einen Kaffee gekocht und nun stratze ich hier so ein kleines bisschen einfach durch den Wald. Genieße die Ruhe noch mal, bevor der Tag dann startet oder so richtig startet, dass man einfach noch mal so ein bisschen durchatmen kann. Ja, dieses Video hat dementsprechend auch gar keinen richtig geplanten Anlass oder so. Ich dachte einfach nur, ich nehme die Kamera mal mit, auch um vielleicht ein paar Fotos zu machen. Und wenn ich sie dann schon dabei habe, habe ich gedacht, dann kann ich da ja auch ein bisschen reinquatschen, ne? Also, wenn ihr Lust habt auf eine kleine Morgenwanderung durch den herbstlichen Wald, dann seid ihr herzlich eingeladen, mich zu begleiten. Diesen Wald hatte ich tatsächlich lange Zeit gar nicht so richtig auf der Rille. Wie einige vielleicht wissen, wohne ich in der Stadt, was soweit eigentlich ganz schön ist. Aber es bedeutet natürlich, wenn man mal in den Wald will, muss man doch ein klein bisschen Aufwand auf sich nehmen. Und ja, um das jetzt so spontan vor der Arbeit nochmal zu machen, ist es leider auch mit dem Fahrrad nicht so richtig praktikabel. Das dauert dann doch zu lange. Ja, und diesen Wald, den habe ich aber vor kurzem mal so für mich entdeckt und der ist ziemlich dicht dran. Also mit dem Auto habe ich nur so 8 Minuten Fahrt und gleichzeitig ist das nur so ein kleiner, muckeliger Wald, der relativ wenig Publikumsverkehr hat. Und das ist natürlich umso schöner, wenn man dann hier so ein bisschen die Ruhe genießen kann. Ich hoffe, dass das so bleibt, aber wenn nicht, ich bin ja auch ein Waldbesucher, dementsprechend, was stünde es mir an, mich darüber zu beschweren, wenn auch andere diese Ruhe genießen möchten. Aber ja, ist natürlich ganz schön, wenn man solche kleinen Fleckchen für sich findet, wo man dann immer mal wieder schnell abtauchen kann, um für so ein halbes Stündchen am Tag einfach so ein bisschen Ruhe zu finden, ein bisschen abzuschalten. Und dafür liebe ich einfach den Herbst. Jetzt sind noch die ganzen Blätter und so weiter an den Bäumen. Es ist noch nicht so ganz trist, wie es nachher im Winter ist. Gleichzeitig hat man schon so ein bisschen knackig kühle Luft. Und ja, diese Morgenstimmung, das ist einfach unbezahlbar. Ich liebe es. Und deswegen muss ich das jetzt unbedingt ausnutzen. Habe ich mir ganz dick auf die Fahnen geschrieben, diesen Herbst wieder häufiger rauszugehen. Weil es doch sonst dieses Jahr über so ein paar kleine Sonntagsspaziergänge ging es eigentlich nicht hinaus. Und das kann ja so nicht bleiben. Dementsprechend tanze ich immer so ein kleines bisschen durch die Pfützen und schaue mir das hier noch ein bisschen an. So, jetzt ein kleines Frühstück und dann geht's auch gleich schon wieder raus aus dem Wald und ab zur Arbeit. Aber dieses Video soll natürlich trotzdem ein kleines bisschen Mehrwert für euch haben. Und deshalb wollte ich euch heute nochmal mein Condor Bisonti in die Kamera halten. Das letzte Video war ja genau dazu und ich hatte ja schon in dem Thumbnail geschrieben, ist das vielleicht mein neues Lieblingsmesser? Bisher sieht es wirklich so aus. Also ich habe seitdem täglich im Gebrauch, bin seitdem auch wieder mehr im Wald, weil man natürlich nach Gelegenheiten sucht, um dieses Messer dann auch einzusetzen, zu testen, zu gebrauchen. Und ja, ich hatte ja auch schon gezeigt, dass hier von Condor an dieser Scheide direkt schon eine Schlaufe für einen Feuerstahl angebracht ist. Und da wollte ich euch einfach mal zeigen, für welchen ich mich entschieden habe. Ich habe bei Amazon, leider bei Amazon, aber ja, habe ich einiges durchgeguckt.
Und ich wollte unbedingt einen Feuerstahl mit Holz oben als Griff. Es gibt natürlich die typischen Light My Fire, habe ich auch. Der ist allerdings zu kurz, der guckte unten gar nicht raus. Und vom Material her gefiel mir natürlich besser, wenn das auch aus Holz ist, genau wie der Griff. Deshalb, ich halte das hier schon mal ein bisschen in die Kamera. Deshalb habe ich mich für diesen Feuerstahl von Flintronic entschieden. Es gibt nämlich viele Feuerstähle, die gar keinen Griff haben oder halt aus Plastik, aber von diesen mit Holz gibt es relativ wenige. Dieser ist, wie gesagt, von Flintronic, in keinster Weise gesponsert oder so. Er ist sogar relativ günstig. Ich glaube, ich habe 7,99 Euro dafür bezahlt. Ich hätte ruhig und gerne auch ein bisschen mehr dafür ausgegeben, weil ich mir dann schon gedacht habe, wie gut kann die Qualität bei 7,99 sein. Alle anderen gefielen mir aber von der Optik nicht so gut oder waren deutlich zu dick oder zu kurz. Denn bei diesen Gürtelschlaufen ist natürlich immer das Thema, dass man schon mit einberechnen muss, wie ist es, wenn man ihn irgendwann abgenutzt hat und der Feuerstahl immer dünner wird, dass er einem nicht irgendwann aus der Schlaufe rausrutscht. Daher ging halt auch der Light My Fire Feuerstahl nicht, weil er gar nicht unten rausgeguckt hat und ich mir hier so einen Flexicord anbringen wollte, damit ich eine zusätzliche Sicherung unten dran habe. Ich habe mich also, wie gesagt, für diesen Feuerstahl von Flintronic entschieden. Ich glaube, die sehen nämlich alle exakt gleich aus. Es gibt sie einmal mit rundem Griff oder dieses nennt sich Diamant. Die gibt es von unterschiedlichsten Marken, aber immer genau gleich aufgebaut. Der Schaber ist genau derselbe. Es ist einfach nur anders gebrandet. Daher vermute ich, dass es sich eigentlich um Feuerstähle aus derselben Schmiede handelt, dass die einfach nur unterschiedlich gebrandet sind. Ich habe nun diesen. Leider gab es sie nur in hellem Holz. Also habe ich mir Beize geholt, Nussbaum dunkel, habe das da einmal reingehalten bzw. einmal eingepinselt. Und nun finde ich, passt das echt perfekt zusammen hier. Ich hoffe, man sieht das. Macht eine richtig coole Optik mit dem Hellen da am Rand. Das hat mir nicht so gut gefallen in der Kombination, aber so finde ich es jetzt optisch richtig cool. Den Schaber mit dem kleinen Benzel habe ich abgebaut und mir aus einer alten Outdoor-Jacke, die meine Freundin nicht mehr braucht, habe ich unten das Benzel rausgeschnitten und dann mir hier schon zusätzlich eine Sicherung rangebaut. Der sitzt so fest da drinne, mit 8 mm Durchmesser hat dieser Feuerstahl. Ich glaube, das dauert Ewigkeiten, bis der so locker wird, dass er rausrutscht. Aber ich dachte, warum nicht? Ich bastel mir das einfach jetzt schon mal. Und wenn man es dann irgendwann mal auf Tour braucht oder so, dann hat man es direkt schon dran und hat sich schon dran gewöhnt, das immer rumzumachen. Es würde aber ziemlich sicher sehr lange auch noch gehen, ohne dass ich da diese Sicherung dran habe. Es war am Anfang ziemlich stramm. Man musste das beim ersten Mal da ordentlich reinpopeln. Aber ja, seitdem sitzt er gut, lässt sich gut ziehen. Nun zu dem Nachteil von so einem echt günstigen Feuerstahl. Ich hatte es schon in den Rezensionen gelesen und damit gerechnet. Es hat sich nach dem 5., 6. Gebrauch dann der Griff gelöst und der Feuerstahl ist einfach abgefallen. Wie gesagt, ich hatte damit gerechnet, hätte ja auch gerne ein bisschen mehr Geld ausgegeben, um solche Qualität dann zu umgehen oder um eine bessere Qualität zu haben. Nun habe ich da mit Sekundenkleber nachgeholfen und seitdem sitzt er fest und bombig. Das habe ich einmal über Nacht trocknen lassen und bisher bin ich zufrieden. Wenn einem das tatsächlich mal draußen passiert, ist es ja auch nicht so schlimm, weil der Feuerstahl natürlich trotzdem funktioniert. Aber ja, das sei dazu gesagt. Noch ganz kurz zu den Maßen. Ich weiß es natürlich nicht, weil das mein erstes Kondormesser ist, aber auf den Produktbildern sehen diese Scheiden immer genau gleich aus. Deswegen vermute ich einfach mal, dass diese Schlaufe bei dieser Art Scheiden immer den gleichen Durchmesser hat. Daher vielleicht schon mal als kleiner Tipp, dieser Feuerstahl hat insgesamt 12,5 cm. Die reine Feuerstahllänge sind 7,5 cm und das passt ziemlich gut, weil die Schlaufe nämlich 4,5 cm lang ist. Also braucht man natürlich was, was mindestens einen Zentimeter irgendwie rüber guckt. Das ist hier absolut gegeben und dementsprechend finde ich, ist das eine ziemlich coole Kombi für diese Messerscheiden von Condor. Und ich bin bisher absolut zufrieden. Er funktioniert auch gut. Ehrlicherweise, jetzt nochmal zum Condor Pisonti. Es funktioniert. Es funktioniert mit anderen Messern oder mit dem Schaber funktioniert sehr gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Bird Turn nehme, das funktioniert noch mal ein bisschen besser, weil einfach der Klingenrücken noch ein bisschen schärfer ist. Aber ich habe damit jetzt schon ein paar Mal probehalber ein bisschen Zunder entfacht und so und das funktioniert sehr gut. Zusätzlich habe ich mir ans Messer hier noch so ein kleines Lederbämsel rangemacht, einen kleinen Snake Knot und das finde ich auch ganz gut, weil eigentlich man
Das ist jetzt kein typisches Hackmesser, aber man kann damit schon kleinere Äste gut mal durchhacken. Das funktioniert wunderbar. Dafür wäre natürlich so ein Fangriemen ziemlich gut. Kann ich mich aber nicht mit anfreunden. Ist irgendwie nicht so mein Fall, da hinten so einen dicken Fangriemen dran zu haben. Deshalb habe ich mich dafür entschieden. Wenn man nun weiter hinten anfasst, hat man trotzdem noch gut ein bisschen was als Verlängerung hinten im Griff. Man kann es ein bisschen sicherer halten und gleichzeitig finde ich, sieht das optisch auch noch ziemlich cool aus. Und ja, so ist das nun meine Konfiguration des Condor Bisonti. Noch einmal dichter in die Kamera, das schöne Stück. Genau, vielleicht für den einen oder anderen ja ein hilfreicher Hinweis, wenn ihr selbst am Überlegen seid, euch so ein Messer zu kaufen oder nach einem Feuerstahl für die Scheide sucht. Ja, das soll es auch schon gewesen sein. Einfach ein kleines bisschen Laberei abseits dieser Waldimpression, die ich euch hier zeigen wollte, damit das Video, wie gesagt, ein kleines bisschen Mehrwert hat. Ich werde jetzt noch ein bisschen die Vogelgesänge genießen. Ich weiß nicht, ob ihr sie auf der Kamera hört. Mein Kaffee austrinken und dann werde ich mich gleich schon auf den Weg machen. Euch allen wünsche ich einen tollen Tag, Abend oder eine gute Nacht, je nachdem, wann ihr dieses Video schaut. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert, einen Kommentar da lasst, Tipps und Hinweise, Kritik, ja, alles gerne genommen. Und ansonsten sage ich Horido!